Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute möchte ich euch ein köstliches, gambisch-senegalesisches Gericht zeigen, das sogenannte Domoda, das auf der Basis von Erdnussbutter in einer köstlichen Soße gekocht wird. Man könnte da jede Art von Fleisch verwenden. Ich habe jetzt hier Lammfleisch benutzt und dann könnte man theoretisch auch verschiedene Arten von Gemüse hinzugeben. Ich hatte in diesem Fall jetzt nur Karotten genommen, man könnte aber auch noch Kartoffeln hinzugeben. Ich habe dieses Gericht auch erst vor kurzem kennengelernt und weil es mir so gut geschmeckt hat, möchte ich es euch nicht vorenthalten. Dazu geben wir zuerst bionatives Kokosöl in einen Topf und werden den Rest meines natürlichen Antibiotikums und eine gehackte rote Zwiebel darin anbraten. Der Rest des Antibiotikums gehört natürlich nicht zum Originalrezept. Das ist jetzt meine Art und Weise, wie ich dieses Gericht zubereite. Den kann man auch einfach nur mit Knoblauch ersetzen. Und dann wird alles zusammen etwa 5 Minuten angebraten, bis es anfängt, ein wenig braun zu werden. Und dann werden wir das Fleisch hinzugeben. In meinem Fall natürlich hier das Lammfleisch, weil ich Lammfleisch liebe. Aber man könnte auch Hähnchen oder Rindfleisch hinzugeben, wenn man das möchte. Ideal und schöner fürs Auge wäre es da allerdings, große Fleischstücke dafür zu verwenden. Sobald das Fleisch von allen Seiten angebraten wurde, geben wir passierte Tomaten hinzu. In meinem Fall hatte ich allerdings meine selbstgemachte Tomatensauce hinzugegeben und die Schüssel nochmal mit Wasser ausgespült. Insgesamt werden schon 500 ml Flüssigkeit hierfür benutzt. Dann kommen die Gewürze hinzu, Biogemüsebrühe, Paprika, frisch gestoßener Pfeffer und Himalaya-Salz. An Gewürzen war es das auch schon. Man könnte aber noch Schärfe hinzugeben, Chili, wenn man das gerne möchte. Sehr wichtig für dieses Rezept ist die Biogemüsebrühe, von der man ordentlich viel hinzugeben sollte. Also mindestens 2 gehäufte Teelöffel, da meine Tomatensauce allerdings schon Gemüsebrühe beinhaltet, habe ich etwas weniger davon hinzugegeben. Und dann geben wir, wie wir jetzt gesehen haben, ordentlich viel Tomatenmark oder auch Paprikamark hinzu. Also mindestens 4 gehäufte Esslöffel und dann kommt der Hauptbestandteil dieses Gerichts hinzu. Und das ist die Erdnussbutter oder auch Erdnusscreme genannt. Ich nehme dafür natürlich hier die gesunde von Alnatura, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe, damit das Gericht auch gesund bleibt. Und zwar nehmen wir ein halbes von diesem ganzen Glas, also mindestens schon 4 gehäufte Esslöffel davon und geben diese zu der Soße hinzu. Dann wird das alles umgerührt und dann zum Kochen gebracht. Und sobald das Ganze kocht, werden wir dann den Deckel drauf geben und dann die Flamme klein drehen und das Fleisch dann so lange köcheln lassen, bis es gar sein wird, aber noch nicht ganz zart. Also sobald das Fleisch dann gar ist, aber noch nicht ganz zart, dann kommt das Gemüse hinzu. In meinem Fall habe ich hier jetzt Karotten benutzt. Man könnte aber zusätzlich noch Kartoffeln hinzugeben. Beide Gemüsesorten passen super gut zu diesem Gericht. Ich hatte nur leider zu dem Zeitpunkt gerade keine Kartoffeln vorrätig. Wichtig ist, dass das Gemüse möglichst in große Stücke geschnitten wird, wie wir das jetzt hier sehen bei den Karotten. Die sollten richtig große Stücke sein und genauso sollte man das mit den Kartoffeln machen und ebenso mit dem Fleisch. Ich hatte nur leider klein geschnittenes Fleisch zu dem Zeitpunkt. Besser wäre es, wie gesagt, wenn man ordentlich große Stücke benutzen würde. Das würde sehr viel schöner fürs Auge aussehen. Und dann wird einfach nochmal alles so lange köcheln gelassen, auf kleiner Flamme zugedeckt, bis auch das Gemüse gar sein wird und das Fleisch bis dahin dann auch zart sein wird. Und wir sehen, durch diese Erdnusscreme ist das eine sehr, sehr sämige Sache geworden. Die Soße wird also sehr sämig und dickflüssig dadurch und das ist gewollt, das ist beabsichtigt. So muss das Gericht dann auch aussehen. Mit dem Messer stechen wir in die Karotten, um zu sehen, ob sie schon durch sind, also ob sie schon gar sind. Sobald das der Fall ist, ist das Gericht auch schon fertig und dann kann man es auch schon servieren. In meinem Fall serviere ich es hier jetzt mit Vollkornreis. Man könnte es auch mit Couscous servieren. Typisch für dieses Gericht und für die Traditionen in diesem Land wäre es natürlich, wenn man dieses Gericht in einem großen, runden Teller servieren würde, wie wir das jetzt hier tun. Auch wenn ich hier jetzt meinen kleinsten runden Teller dafür benutzt habe. Aber so serviert man es dann für die Gäste oder auch für die eigene Familie zu Hause, damit sich alle Leute da rumsetzen können und alle zusammen von diesem Teller essen können. Das Zusammenessen von einem großen Teller beinhaltet sehr viel mehr Segen, als wenn jeder seinen eigenen Teller benutzen würde. Nach dem Vorbild unseres gesegneten Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der uns empfohlen hat, zusammen zu essen, denn das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, es liegt sehr viel mehr Segen darin und es sättigt mehr. Ja, und wie ihr seht, so sieht das leckere Gericht aus. Ich finde, das sieht so richtig köstlich aus. Es ist halt sehr viel
Fett darin enthalten, und zwar gesunde Fette, das gesunde Bio-Kokosöl und das gesunde Fett aus den rohen Erdnüssen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr die rohe Erdnussbutter von Alnatura verwendet. Denn rohe Erdnüsse sind wider Erwarten sehr gesund, ja ein regelrechtes Superfood. Sie sind eine prima Eiweißquelle und versorgen mit wertvollen Vitalstoffen. Sie sind ausgezeichnete Cholesterinsenker und verbessern sogar die Triglyceridwerte im Blut. Und weil gesunde Fette auch Geschmacksträger sind, ist dieses Gericht so besonders köstlich und wird bestimmt jedem lecker schmecken. Ich liebe dieses Gericht inzwischen so sehr, dass ich es zu meinen Lieblingsgerichten zähle. Ihr solltet es daher unbedingt auch mal ausprobieren, inshallah. Mein Video zu den gesunden Fetten, das werde ich euch hier oben übrigens nochmal verlinken, denn darin wird auch nochmal erklärt, wie wichtig gesunde Fette für uns sind. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren Gerichts. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, das Glockenzeichen zu betätigen, damit ihr in der Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.